in Rixdorf. Seit Beginn des Sommers ist auf der Brachfläche in der Braunschweiger Straße 21 in Rixdorf ein selbstorganisierter Gemeinschaftsgarten der dort ansässigen Nachbarinnenschaft im Protest gegen den dortigen Bebauungsplan von 149 Luxuseigentumswohnungen entstanden. In den vergangenen Wochen haben wir viele Gespräche mit Nachbarinnen geführt, sind mit vielen Menschen in Kontakt getreten und der Gemeinschaftsgarten diente uns als sozialer Begegnungsraum, der intensiv von der heterogenen Nachbarinnenschaft genutzt wurde. Durchweg ablehnend war in den Gesprächen mit den Anwohnerinnen die Haltung zum geplanten Bauprojekt, durchweg klar das Bewusstsein, dass es hier keinesfalls um die Bedürfnisse der Menschen im Kiez geht. Nicht dringend benötigt aber bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit wenig oder keinem Einkommen, sondern exklusive Microliving-Eigentumswohnungen sollen hier entstehen. Microliving Neukölln nennt sich dieser Renditetraum. So wird das Welthaus Consult Gruppe in ihrem Exposé wie folgt. Sichern Sie sich Top-Renditen für Ihre Zukunft. Der Standort Neukölln ist dafür bestens geeignet. Positive Prognosen für die Zukunft zeigen steigende Wohn- und Mietkosten in den nächsten Jahren. Mit einer Investition sichern Sie sich einen Platz im Aufschwung des Immobilienmarktes. Die Kaufpreise der Mietwohnungen beginnen ab 6.000 Euro den Quadratmeter bzw. 170.000 Euro bei 28 Quadratmetern. Die Makleragentur Nagel Properties nennt das bezahlbar und hat recht, was ihr anvisiertes Kundinnensegment betrifft. Etliche Wohnungen sollen bereits reserviert oder verkauft sein. Viele gingen offenbar en bloc an einen oder mehrere Großkundinnen. Diese zum Teil sehr kleinen und hochwertig ausgestatteten Wohnungen sollen meist für eine begrenzte Zeit an pendelnde, flexibilisierte Angestellte, Geschäftsleute und an Studierende mit finanzstarkem elterlichem Hintergrund vermietet werden. Auch IT-Fachkräfte jener Klick-Ökonomie, für die an der Karl-Marx-Straße aktuell kräftig an Sharing-Spaces gebaut wird, dürften zu den zukünftigen Mieterinnen zählen. Solche Art Kleinstwohnungen werden angesichts weiter steigender spekulativer Bodenpreise derzeit als das vielversprechendste Renditemodell beworben. Auch an vielen anderen Orten der Stadt wird derart investiert. Was zählt, sind nicht die Bedürfnisse der Menschen und unsere Bedürfnisse hier vor Ort, zum Beispiel wohnen bleiben zu können, sondern einzig der Profit. Die Folgen sind für uns Mieterinnen und Mittellose der Stadt existenziell bedrohlich. So sind die Neuköllner Wohnungsmieten in den letzten 10 Jahren um 146% gestiegen. Der zentrale Immobilienausschuss ZIA als Interessenvertretung kapitalmarktorientierter Immobilienunternehmen müssen wir daher als Problem und nicht als Löser der Wohnungsfrage begreifen. Deshalb stehen wir heute hier an der Seite der selbstorganisierten Mieteninitiativen und Basisstrukturen, um gemeinsam gegen den ZIA Immobilienkongress zu demonstrieren. Doch zurück zu unserer Kiezsprache. Diesen Dienstag, am 25.06., wurde die Kiezsprache nun unter polizeilichem Schutz geräumt. Pflanzen wurden platt gemacht, Bäume ausgerissen, ganze Beete sowie Sitzgelegenheiten und kleine gebaute Hütten wurden in den Container geschmissen. Das tote Stück Land, das in den letzten Wochen zu einem blühenden und lebendigen Ort der Vernetzung, des Organisierens und Zusammenkommens war, wurde wieder dem zugeführt, was es der Logik des Kapitals nach sein soll, eine Kapitalanlage. Was sie aber nicht räumen konnten, ist das, was in den letzten Wochen vor Ort passiert ist. Solidarität. Eine gut vernetzte Nachbarinnenschaft tritt nun an, um weiterhin Sand ins Getriebe bei dem geplanten Bau von Luxus- und Eigentumsapartments auf dem Gelände der Braunschweiger Straße 21 zu sein. Es braucht weiter den Druck der Straße, die Arbeit der Basisorganisationen und Initiativen hier und in anderen Stadtteilen. Bauen wir die solidarischen Stadtstrukturen von unten auf, organisieren wir das gesellschaftliche Gemeingut. Heute Abend im Anschluss der Demonstration findet vor der Brachfläche des Kasper-Theaters Rixdorf Gartenküche und Filmvorführung mit Gespräch statt. Kommt zahlreich vorbei. Braunschweiger Straße 21, S-Bahn-Station Sonnenallee. Die Brache lebt, da wo Edikammer war.